Willkommen, Enemy Unknown ist zurück. Wir hatten letztes Mal hier im Beförderungsbildschirm ausgeloggt und wollen uns mal anschauen, was wir jetzt hier überhaupt machen können. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Ja, ist ja gut. Wir haben hier Rekrut Koyo Baloyi aus dem Land, das ich nicht auswendig erkenne. Hier scheinen wir einen Amerikaner zu haben, einen Chinesen und einen Israeli, glaube ich. Die Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als Erste in den Kampf und zieht als Letzte ab. Okay, Herr Baloyi ist auf jeden Fall im Sturm und Schuss. Und wenn die hier aufsteigen, die Ränge, dann haben sie auch verschiedene Sachen, die sie lernen können. Und ja, hier haben wir letztendlich nur eine Sache zur Auswahl. Deswegen brauchen wir jetzt hier nichts machen. Hier kommen dann halt andere Sachen. Und das ist ermöglicht in der Runde, in der Sturm und Schuss aktiviert wurde, nach dem Spurt noch Feldposten einzusetzen oder zu schießen. Kann ich allerdings nur alle zwei Runden. Sprich, was eben war, ich konnte laufen und schießen oder Spurt noch nicht mehr schießen. Er kann also beides. So, Jamie Stone. Wie der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Sehr gut. Die kann jetzt wohl eine Rauchgranate werfen, kann nur einmal pro Einsatz eine Rauchgranate werfen. Granate. Der Rauch gibt allen Verbündeten 20% Verteidigung, nicht nur Verbündeten, und hält auch während der gegnerischen Runde an. Mal schauen, ob ich das brauche. Und dann haben wir hier Yun Hu. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Ich glaube, ich sollte mal in die Forschungslabore irgendwann gehen. Er ist ein Scharfschütze. Ein Schuss mit einer 30%igen Chance auf kritische Treffer und Bonusschaden bei kritischen Treffern, basierend auf der Technikstufe des Präzisionsgewehrs, hat 2 Runden Abklingzeit. Und Galia Josef ist leider nicht befördert, weil er keinen Kill gemacht hat. Commander in die Forschungslabore. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Okay, wir haben hier einige Sachen anscheinend geplündert. Zum Beispiel Sektoidleichen und Waffenfragmente. Und deswegen können wir jetzt wohl auch ein paar Sachen gleich erforschen. Okay, jetzt erstmal hier schauen, was wir alles haben. Also wir haben aktuell 412 Dollar Credits halt, bekommen jeden Monat 312 und wir können hier noch nicht uns frei bewegen, weil wir sind im Tutorial. Commander in die Forschungslabore. Und ich glaube, wir gehen mal in die Forschungslabore. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Mal schauen. Gut, hier ist unser Forschungslabor mit der netten Dame. Und wir können eine neue Forschung beginnen. Wir haben zum Beispiel Xenobiologie. Dafür brauchen wir unsere 4 Leichen. Es ist überlebenswichtig, die Physiologie der Außerirdischen gründlich zu erforschen. Damit können wir bessere Waffen und Taktiken entwickeln, um sie zu bekämpfen. Das würde 8 Tage dauern. Wir könnten die Waffenfragmente untersuchen. Die Fragmente sind alles, was von den mächtigen Alien-Waffen übrig geblieben ist, die wir gefunden haben. Weitere Forschung könnte uns zu Fortschritten. Commander, in die Technik. Alter, ich bin eben erst in die Forschung gegangen, jetzt in die Technik. Könnte uns bei Fortschritten bei unserer eigenen Waffenentwicklung verhelfen. Oder wir können das eine Forschung fürs Material machen, braucht auch die Waffenfragmente. Die Aliens scheinen Material zu benutzen, das leichter und stärker ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Eine erste flüchtige Untersuchung hat uns schon auf mehrere Ideen gebracht, wie wir die Panzerrüstung unserer Soldaten verbessern könnten, aber dafür ist noch einiges an Forschung nötig.
Es dauert alles 8 Tage. Ich denke mal hier so das Material für bessere Rüstung, das gefällt mir. Ich stimme zu. Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Ich lasse Sie wissen, sobald der Bericht fertig ist. Um was sollen wir wetten, dass die das bei jedem Projekt gesagt hätte? Okay, hier wird jetzt geforscht, dauert 8 Tage. Und jetzt sollen wir, glaube ich, in die Technik. Ah, Commander. Hi. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Wahlen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit Ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Okay. Hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir haben 5 Ingenieure. Wir können entweder Gegenstände bauen, zum Beispiel ein Ohr kaufen, ein Medikit. Ein Gefechtsmedikit kann mit seinen Nanoverbänden und hochwirksamen... Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Ich fühle mich gerade verarscht. Und hochwirksamen Stimulantien die Wunde eines Soldaten im Feld für einige Zeit versorgen. Oder wir können ein Satellit bauen. Ein verbesserter Aufklärungssatellit, der so modifiziert wurde, dass er die typischen Schwerkraftverzerrungen orten kann, die Alienschiffe im Flug erzeugen. Ich habe zwar aktuell nicht sehr viel Geld, allerdings habe ich gehört, dass Satelliten sehr wichtig sein können. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Gut, dann bauen wir die später. Dann baue ich jetzt, glaube ich, erstmal 2 Medikits. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Die können wir dann Soldaten geben, damit die heilen können. Und ein bisschen Raum haben wir hier oben noch. Aber wenn wir unsere Anlage wirklich vergrößern wollen, müssen wir unter der Basis graben. Ja. Aber je tiefer wir graben, desto teurer wird es leider auch. Gut, das hier sind die Sachen und wir können... Sachen. Also hier, das bedeutet, da ist schon fertig ausgehoben. Man könnte es ausheben. Da kommen wir nicht hin, weil das erst aufgehoben werden müsste. Und wir können Aufzüge bauen nach unten und dann wieder nach links und rechts kommen. Was können wir denn hier für Sachen bauen? Okay, Commander, aktuell nur ein Kraftwerk. Wir haben 25 von 42 Energie und wir haben nicht genug Ingenieure, um die anderen Sachen zu dass wir könnten wir schon. Allerdings möchte ich unheimlich gerne ein Satellitenkontrollzentrum. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, wo ich Satelliten bauen wollte. Tja. Mal gucken, wie ich Ingenieure bekommen könnte. Wir könnten natürlich auch ein Kraftwerk, weil das werden wir später eh bauen. Allerdings weiß ich auch, dass zusammenhängende Sachen einen Bonus geben. Und deswegen würde ich gerne... hier 2 Kraftwerke machen, weil das weiß ich schon, dass der Dampf da nicht unwichtig ist. Ich warte erstmal. Hier wird nichts gebaut. Und dann gehen wir mal in die Einsatzleitung. Und fangen hier, also man kann entweder rumstehen und nichts machen, dann geht die Zeit voran, ist allerdings ein bisschen unsinnig. Deswegen schauen wir mal, ob wir irgendwo was hier erkennen. Die beiden sind zurück in aktiven Dienst und es gibt eine Entführung. Schauplätze anzeigen. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Okay, wir könnten entweder nach Ägypten. Dort ist aktuell wenig Panik. Es ist leicht und es gäbe Wissenschaftler. Wir könnten nach Indien. Auch keine Panik. Mäßige Schwierigkeit. Ingenieure will ich ja sehr gerne. Und in Russland ist auch leicht und da gibt es Geld. Ingenieure wollte ich ja sehr gerne, ne? Mäßig. Mäßig heißt so... mäßig halt. Bestätigen wir mal. So. Jetzt möchte ich mal ein bisschen hier schauen. Du bist ja Unterstützung. Ich möchte dich gerne mal bearbeiten. Fähigkeiten können wir ja nichts machen. Das war hier schon festgelegt. Bewaffnung. Kann ich dir statt der Splittergranate gebe ich eine Unterstützung, sagen wir mal, das Medikit. Und sonst haben wir noch keine Sachen, die wir denen geben können. Granaten finde ich ohnehin manchmal so ein bisschen, naja, weil die machen halt Sachen kaputt.
Deswegen möchte ich eigentlich zwei Leuten eher sowas zum Heilen geben. Ich gebe auch mal dem Scharfschützen hier statt einer Granate noch ein Medikit. Dann haben wir nämlich zwei damit. Ich habe überlegt, soll ich die Leute individualisieren? Also zum Beispiel, was man hier wohl machen könnte, wäre den Namen verändern und hier auch das komplette Aussehen. Bestätige. Bestätige. Okay. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich verändert habe. Verstanden, Commander. Ich weiß, dass er halt... Sah der so aus? Das sieht jetzt nicht asiatisch aus. Das könnte asiatisch sein. Ah, ich will nämlich aktuell mal so lassen. Ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, ob ihr Ideen habt, wie die Leute aussehen sollen. Ich weiß nicht mehr, wie er am Anfang aussah. Ich glaube, so könnte er hinkommen. Das lassen wir dann mal so. Das geht auf jeden Fall. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann schicken wir unsere zwei Jungs und Mädels mal hier auf die Reise. Wir landen. Ja, dann landen wir mal und beginnen den Angriff. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Okay, es gibt keine Zivilisten, Begleitschäden sind akzeptabel und wir sollen mal wieder alle töten. Tipp, halte die Augen offen nach Abflussrohren und Leitern. Ein Höhenvorteil gegenüber dem Feind gibt dir eine bessere Trefferchance. Ah, ich war eben oft unter denen, ne? Die waren ja da oben auf diesem höheren Teil des Friedhofs. Würde Sinn machen. Würde ich wahrscheinlich eben da vergessen. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Okay, erstmal wieder gucken, in welche Richtung es geht. Okay, es könnte anscheinend nach links gehen. Aber auch nach da. Das ist aktuell noch nicht genau abschätzbar. Hier hätte ich eine volle Deckung. Hier hätte ich eine halbe bis da drüben. Es ist halt die Frage, ob ich mich nach hier links decken muss oder nach vorne. Ich vermute mal eher, dass es nach vorne sein wird. Und was mir Leute gesagt haben, Freunde, auch wenn es verlockend ist, nie zu weit stürmen, weil sonst ist auf einmal einer vorne ganz alleine und das ist schlecht. Allerdings, ja, ich werde ihn mir sicherheitshalber den mal als Feldposten. Wenn da also was angerannt kommt, dann haben wir zumindest einen hinten, der dann ein bisschen, der dann schon mal schießt. Ich werde es einfach mal Richtung Gebäude hauptsächlich versuchen. Ja, wo will ich mit dir hin? Wenn ich nach da renne, habe ich halt wirklich die Gefahr, dass von hier links was kommt. Und das würde mir nicht so gefallen. Noch hat keiner was entdeckt. Ja, wo will ich mit dir hin? Bin ich echt so weit vor? Glaub schon. Alien-Aktivität. Von wo? Nichts gehört. Was mir gerade einfällt, bevor ich das vergesse, ich werde mal hier speichern, denn sonst könnten wir ein Problem haben, wenn wir dann wirklich mal sterben. Dann müssten wir nämlich nochmal von vorne anfangen. Es gibt ja also kein Autosave, deswegen habe ich mir jetzt einen Speicherstand gemacht. So, du bist wieder dran. Tja, wir könnten halt... Ich will mal eigentlich bis nach hier, falls sie wirklich jetzt nämlich da stehen, habe ich zumindest ein bisschen Deckung hier. Da scheint allerdings noch nicht zu sein. Hier können wir nirgends rein. Das heißt, ich werde wohl hier Richtung dieser Tür gehen wollen. Gehe ich mal mit dir hier hin. Ich wollte nämlich sehen, ob da hinten im Gang was ist. Das ist nicht so. Tja,
ich möchte jetzt ungern hier jemanden direkt neben die Tür stellen, vor allem nicht mit Spurten ohne weitere Aktion, falls sie dann hier irgendwo erscheinen. Ich glaube, ich werde mal mit allen ein bisschen weiter vorrücken jetzt noch. Ach du, ah ja, du bist so ein Präzisionsheini. Du kannst nicht mal einen Feldposten machen. Das heißt, du gehst mal Deckung. Und mit dir. Jetzt habe ich mit allen so ein bisschen dasselbe Dilemma, ne? Weil das ist auch noch Spuren, das will ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass keiner kommt. Ich stelle den hier mitten auf den Platz. Shopkeeper Incorporated. Wir wissen immer noch nicht, wo die Leute sind. Aber wir können... Ja, er ist noch ein bisschen weit weg. Ja, ich werde mal bis hierhin vorbewegen. Konnte ich hier nicht noch irgendwie Türen aufmachen? Oder er hatte wahrscheinlich schon alle Aktionen verbraucht. Sehr gut, da ist die Tür auf. Da sind wieder kleine Insektenviecher. Zwei Stück an der Zahl und die sind da hinten reingerannt. Da sehen wir jetzt auch nochmal so am Sound, wo die wohl sein werden. Ich werde mit dem zumindest ein Stückchen vor. Ich kann zwar keinen Feldposten mehr, allerdings habe ich hier in die Richtung halt keine Deckung. Ich hoffe mal, dass da keine weiteren sind, ne? Versuchen wir es nach hier. Ja, ich weiß, dass ich mit denen nicht schießen kann. Wir könnten natürlich auch versuchen, hier außen rum zu gehen, ne? Wie sieht der da? Ist nochmal eine Tür. Das ist dann allerdings auch wieder ohne Schussmöglichkeit. Weil ich spurte. Das ist, glaube ich, so okay. So, mit dir möchte ich gerne so ein bisschen genauer schauen. Ich denke mal, dass es mehr als zwei Insektoiden sein werden. Wo kann ich denn hier vor? Hier habe ich die Angst, dass der hier schießen kann. Hier, der kann wahrscheinlich so um die Ecke. Ich werde mal bis hierhin diesmal nur. Ach ja, ihr denkt wieder als Pärchen. Nee. X-Rays im Vormarsch. Sie flankieren uns. In Deckung. Wow. Da brennt's. Gut, mit dem muss ich mir dann eine neue Deckung auch suchen. Er kann sogar von hier draußen schießen. Allerdings könnte er auch bis... Wenn ich hier vorrücke, ist hier so eine... Ich glaube nicht, dass man da durchschauen kann. Da haben wir sogar bis zu 70%. Was wäre das? Achso, ich hätte noch Sturm und Schuss gehabt. War bei der Entfernung nicht nötig. Bums. Ach, das ist ja nett. Also wenn die da Gedankenhula-Hula machen... Und man den Kontrollierten tötet, dann stirbt auch der andere. Das gefällt mir. So, dann rennen wir mal mit dir. Das ist wahrscheinlich nur halb, genau. Die Frage ist jetzt, wo kommen die? Kommen die anderen hier hinten oder kommen die von da? Ich werde mal langsam in die Richtung hier vorrücken. Aha, da hat mich mein Gespür nicht geirrt. Noch zwei von den Kleinen. Gut. Ich möchte gerne alle mit... Da wäre sogar noch volle Deckung. Da rennt er außen rum. Gefällt mir. Allerdings, ja, hier Scharfschütze nach oben. Die Tipps von eben bringen da, glaube ich, nicht viel, ne? Ich glaube, das mache ich mal. Hier
Hier drüben ist was. Nö, noch welche. Warum springst du durchs Fenster? Na toll, jetzt haben wir direkt 4. Ich würde sagen, was ich da am besten mache, das schaue ich mir dann einfach in der nächsten Folge an. 4 Insektoiden, dass die uns hoffentlich nicht in den Rücken fallen. Bis dann!